Hallo und herzlich willkommen zurück zu mir, der Meryl. Wieder mit Ark. Ich war jetzt hier gerade ein bisschen Dagoberry sammeln und habe jetzt einen Pteranodon entdeckt. Ich meine, der ist bloß Level 14. Aber guck mal, da hinten fliegen noch welche. Der hat auch rosa Flügel. Mir gefällt der hier vom Aussehen. Aber ich glaube, ich guck mal da hinten, ob der höher ist. Da sind noch mehr. Oh, jetzt sind hier noch mehr. Eben waren hier keine. Deswegen war ich jetzt schon drauf und dran und wollte den Level 14 erholen. Ich meine, die Möwe hier mag ich nicht. Die gefallen mir nicht. Die mag ich nicht. Die sind immer so, das sind so eine Klauer. Aber vielleicht ist hier ein höherleveliger bei. Das Problem ist halt nach wie vor, ich habe kein Fernrohr. Ich muss warten, bis sie runterkommen, um das Level zu sehen. Oder auf gut Glück. Ist auch nicht schlecht. Lieder. Der ist pink, oder? Der ist pink. Der ist pink. Der muss mit. Was ist denn der hier? Geht der jetzt hier runter? Jetzt sehe ich sein Level. Und da ist die Möwe so weit dran. Ja, das finde ich blöd. Was ist denn das da? Ist auch ein Pteranodon. Okay. Der da hinten ist auch runtergegangen. Cool. Dann gucke ich da jetzt mal hin. Vorbeireite, passiert doch nichts, dann haut er doch nicht ab, ne? Sehe ich dann? Ich muss absteigen, scheiße. Level 5, der ist ja noch kleiner. Oh Gott. Weiblicher. Naja. Aber Level 5, die, sorry, das ist mir zu klein. Was ist mit dir? Dir oder der da hinten? Eine Möwe nervt mich hier. Also die könnte hier gerne wegbleiben. Der landet hier einfach nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Lande mal bitte. Da drüben ist einer gelandet oder ist das die Möwe? Nee. Da oben ist noch einer. Du lande mal bitte. Ich möchte wissen, welches Level du bist. Das da hinten dürfte der Level 14er sein. Da oben ist noch einer. Da ist diese olle Möwe wieder. Wo ist er denn jetzt? Huhu, da. Da ist der mit den lilanen Flügeln, den habe ich auch noch nicht. Komm, wir kommen hier hoch. Schaffen wir das. Hüpf hoch. Hüpf hoch. Schaffst du. Super. Super, Ginger. Ja, komm mal runter da, du Vögelchen. Wo bist denn du jetzt? Da. Vielleicht macht es doch Sinn, dass ich mir erstmal Kristalle hole für ein Fernglas. Oh ja, komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Bitte. Jetzt habe ich jetzt zwei Stück. Welches Level bist du? Auch Level 14. Und du? 25. Weiblich. Weiblich. Seid beide nicht doll, wisst ihr das? Ganz ehrlich. So, egal. Ich versuche mir jetzt mal einen hier. Im Bolan erstmal ein. Und dann. Kriegt er ein paar Pfeile im Kopf. So, und ich versuche jetzt auch gleich, wenn. Den nehme ich jetzt beide. So. Wo ist er denn hin? Ist jetzt abgehauen. Ach, als sie startete. Scheiße. Na gut, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe natürlich kein Fleisch mitgenommen. Mal wetten. Ich habe alles mit, außer Fleisch. Sage ich ja. Das kannst du mal rausschmeißen.
Das kannst du rausschmeißen. Das. Den Mist auch. Und. Ups. Rausschmeißt. So. Ja, komm, wir müssen mal ein paar Duos da unten platt machen. Ich habe natürlich vergessen, das Fleisch mitzunehmen. Wir haben ja zu Hause noch Fleisch. Tut mir leid, Dodo. So, gucken wir mal, ob ihm das reicht. Wahrscheinlich. Ich habe ja die Rate etwas hochgeschraubt. Wobei ich sagen muss, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt eingestellt habe, weil es hat sich irgendwie verstellt gehabt. Es war irgendwie total anders eingestellt. Bitteschön. Bewusstlos. Wo habe ich denn jetzt das Ding da? Level 14. Okay, das war der kleinere. Ach ja. Nun komm, friss. Hast du noch keinen Hunger oder was? Ja. Hey, ich gucke mal, ob ich noch einen etwas höheren finde hier. Den da. Da hinten ist, glaube ich, der höhere. Das war, glaube ich, der Level 25. Yep. Bolan. Und. Auch ein Weibchen. Oh, war gut, daneben geschossen. Gut. So, was ist mit dir? Der ist schon fertig. Ah, toll. Komm hierher. Folgst mir jetzt bitte mal hier. Setz dich hier mal bitte hin. Halt. Oh. Na klar, na toll. Jetzt ist diese olle Möwe da auf Angriff. Hast du das platt gemacht wenigstens? Komm, ich möchte jetzt von dir hier das Zeug, was du da drin hast. Wo bist du? Tür öffnen. Ah, der hat das alles weg. Komm, kriegst du so ein. Verhalten. Aktiviere Wandern. Nein. Befehle, dein Ziel ergreift. Okay. Komm, wir müssen nochmal runter, wir müssen nochmal Dodo killen. Also hier habe ich Durst. Hier hinten waren die Dodos, wo wart ihr? Keine Dodos? Der Seite der Strand sind keine Dodos. Scheinbar nicht, okay. Dann reite ich halt hier nochmal lang. Ja, ich gehe schnell was trinken. Ist ja gut. Mann. Dodo. Tut mir leid. Ich brauche ein bisschen Fleisch von dir. Tut mir leid. So. Zack, 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 zack. Na gut, dann haben wir jetzt zwei Pteranodons. Ich glaube aber leider zwei Weibchen, kein Pärchen. Sechs.
dann damit. Oh ja, Zähmung ist sehr schnell. Ich meine, okay, ist Bus Level 25. Trotzdem sehr schnell. Ich glaube, da kann ich auch ein bisschen runterschrauben. So, wir holen mal hier noch ein bisschen Berries in der Zeit. Damit ich dieses ganze verrottete Fleisch von dem Wal aus der letzten Folge umwandeln kann. Wir haben hier so viel Fleisch, aber keine Berries. Mit dem Einhorn, das ist natürlich blöd. Aber wie ist, wenn ich jetzt jemals wieder ein Einhorn sehe? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es so ein Viecher nur ein einziges Mal, oder wie war das? Also auf Server so einmal. Also wenn einer tot ist, spawnt natürlich wieder ein neuer, aber halt nur einer. Am natürlichen Vorkommen. Wenn sich die natürlich erschietet, ist das was anderes, aber natürlich vorkommt, soll bloß einer da sein. Na, was ist mit dir? Alles gut? Er schnarcht. Okay. Das nächste Mal ist denn gehört er uns. Mir ist zu heiß, ja, am Strand ist mir heiß. Aber sonst ist mir das... Oh, er ist da. Gar keine Meldung gekriegt, warum nicht? Nee, er ist nicht da. Ein anderer? Wo bist denn du? Das ist ein anderer. Ach, der da. Das ist bestimmt der Level 14er, hä? Yep. Das Männchen. Ihr seid beides Weibchen? Jetzt habe ich keine Bola mehr. Weiblich? Du bist auch weiblich. Jetzt doch ein Männchen noch dazu nehmen, die ich schon mal dabei bin. Siebenunddreißig bist du. Okay, wenn ich jetzt da oben Luft platt mache, dann fällt er herunter, hä? Ich glaube, ich suche mal ein anderes Männchen, ein größeres. Ich werde ein größeres Männchen suchen. So. Ihr beide kommt jetzt mit. So. Wir gehen jetzt zurück in unser Häuschen. Ja, aber flattert und ich dauert um die Fuchtel rum. Oh, sehr furchtbar. Das ist ja nervtötend. Das ist ja furchtbar nervig. Na gut. Was behindern die mich immer hier beim Laufen? Was soll das? Hört auf mit dem Quatsch. Habe ich hier nicht mal irgendwie Eisen drin oder sowas? Metall? Na egal. Ach, ich muss schon wieder was essen. So. Essen wir mal was. Und ab nach Haus. Hier hin. Ob sie die kommen denn so in die Höhle? So durch da, wie die fliegen. Die stoppen mich echt jedes Mal, weil die mir direkt vor die Füße fliegen hier vor dem Pferd. Ist ja furchtbar. Ihr seid nervig. Wisst ihr das? Herrlich. Der ist noch nicht wieder respawned. Deshalb baue ich zu nah dran. Ist das Metall nicht da, ist das Metall aber respawned, okay. So. Die müssten ja eigentlich oben drüber fliegen können, die müssten nicht durch das Tor, oder? Fliege aber tatsächlich dann drüber, hups. Das ist echt nervig mit den Dingern. Die beide hier. Ich werde die dann hier mal irgendwie parken.
Kommt mir hier in die Ecke. Oh. Ist nur einer hier. Okay. Wird den anderen gleich holen. Ist mein Pelz hier irgendwie? Der sah so befleckt aus. Das sah aus, wenn der kaputtig ist. Wo bist du denn? Oh, du hängst in der Wand. Natürlich. Kommst du da jetzt nicht durch? Es ist so klar. Komm denn hier. Hallo. Folge mir mal. So. Wo ist er? Da ist er. So, mitkommen. Der geht doch. Und, absetzen. Zack ich. Setzt du dich hin? Achso. Gott. Brav Sitz gemacht. Ganz brav. Ja, jetzt habe ich hier zwei Vögelchen. Ich werde den größeren davon mal satteln. Nehmen wir mal mit. Das packen wir mal hier rein. Wir könnten uns eigentlich noch ein paar Dings machen. Ein paar Pfeile. Ja, ich bin zu schwer, ich weiß. Brauche ich noch Strohfasern. Achso, Feuerstein, Strohfasern, gar kein Holz. Okay. Strohfasern. Mann. Achso, das muss alles auch drin bleiben. Das Holz kann ich mal rauslegen. Dann Inventar öffnen. Okay, ich wollte jetzt mal hier. Ich wollte doch mal das schöne Ding jetzt austesten. Kann ich das benutzen? Ha. Armorberry. Ginger. Pull. Azulberry. Pull. Not enough room. Achso, okay. Falsche Taste. Aber ich kann doch auch bestimmt hier reinpullen, oder? Wie heißt das Ding? Narco. Berry. Narco Berry, da haben wir es noch. Storage Can und Gender. Pull. Außerdem ein verdorbenes Fleisch. Pull. Ah, wieder die falsche. Halt. Weg damit. So. Cool. Natürlich. Und nochmal. So viel du kannst, stellst du bitte her. 375, das ist doch cool. Hat sich doch gelohnt, das Ganze. Tue ich mal den Mist hier wieder zurück. Nehmen wir mal das, machen da draus diese Pfeile. Gucke ich mal, was der IQ noch so drin hat oder ob ich alles rausgenommen habe jetzt. Und da öffnen wir natürlich nicht. Das war klar. So, das können wir droppen. Das. Das kommt raus, das kommt raus. Davon nehme ich mal wieder einen Teil. Dann kommt das aber weg und das auch. Du bekommst eine Gesundheit, einen Kampfschaden, eine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh Gott. So, der ist Level 37, also werde ich dich satteln. Du bekommst aus 360, ist gar nicht so schlecht, Bewegungsgeschwindigkeit erstmal und einen Sattel. Gut.
du noch Futter bei dir? Nee, du hast kein Futter mehr, dann gebe ich dir mal Futter. Ich habe hier nämlich noch was an Fleisch. So, kann ich aufteilen auf die beiden. Zack, bitteschön, du bekommst. Ja, Leben erstmal. Und du bekommst das restliche Fleisch. Und Traglast. So. Ich selber habe auch ein Level. Na denn, sogar zwei. Dann nehmen wir auch mal Gesundheit. Gut. Boah. Jetzt hat mich was geschüttelt hier. Ach, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Also wir haben jetzt eine Menge Pfeile hier. Bolas. Ich werde mir nochmal eine Bola machen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir uns einen Trike oder irgendwas beschaffen können. Bola, Bola, Bola. Bola. Was brauche ich dafür? Ich brauche Leder. Ja. Sollten wir genug haben. Stroh, Stein und Fasern. Stroh, Fasern und Stein. Machen wir mal 10 Stück. Gut. So, das Ding kann ich hier lassen. Ich mache noch ein paar Bären. Wir haben ja mehr als genug. Bam, bam, bam. Das packe ich mal da rein. Der ist ausgegangen. Okay. Oh, der hat aber noch mächtig viel drin, das heißt, du hast nicht mehr genug. Genau, davon. Mach ich dir nochmal 14 rein. Und anzünden. Bitteschön. 10 Bolas haben wir, okay, das reicht erstmal. Rein damit die Steine auch. Ja, so viele Pfeile brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht mitnehmen. Nehmen wir 50 mit und davon, ja, kann ich noch eine Armbrust bauen. Dann brauche ich nicht tauschen. Dann brauche ich nicht hin und her tauschen. Wie ist das denn eigentlich mit diesen Pistolen? Man kann ja auch Pistolen bauen, also richtige Waffen. Aber dazu muss ich, glaube ich, jetzt noch höher gehen, ne? Ich glaube, ich kann noch kein so ein Zeugs bauen. Ich muss mal gucken. Es gibt doch wesentlich Besseres, als mit einer Armbrust auf sowas zu schießen. Eine Pike. Hanging Bridge. Also was ich gerne machen möchte, ist auf jeden Fall oben hier drauf auch noch ein Haus zu bauen. Vom Wasserfall irgendwie eine Treppe hoch oder so. Und oben drauf ein Häuschen. Also das so richtig verbinden hier, ein richtig kleines Tal machen. Die Metallsichel, die werden wir glaube ich nicht brauchen. Mal gucken. Naja, obwohl ich Fasern brauche. Doch, die lernen wir mal. Ich habe noch nichts, was mir Fasern sammelt. Von daher muss ich das noch alleine machen. Beam und Steintor könnte ich jetzt auch schon lernen, okay. Mammutsattel. Oh, ein Mammut wäre natürlich auch nicht schlecht für Bäumchen. Mammut oder ein Biber? Die Gili-Hose. Stränge dieses organisches Polymer sorgen dafür, dass sich die Hitze verteilt und dich kühl hält. Die Tarnfarben sorgen für eine bessere Tarnung gegenüber feindlichen Kreaturen. Bietet leichten physischen Schutz, aber weniger als Chitin. Okay. Baumplattform aus Holz, ist auch cool. Also damit bleibst du getarnt, aber mehr auch nicht. Eine Kanone, eine mächtig schwere Kriegswaffe in der Lage, schwere verstärkte Strukturen zu zerstören.
Gut, das werde ich hier jetzt einfach nicht. Ach, hier ist ein Revolver, seht ihr. Revolver. Eine Flinte. Zielfernrohr. Eine Flinte. Gewehrmunition. Und da kommen wir dem Ganzen doch schon näher dran. Ich meine, Dings brauche ich nicht eine Kanone. Das ist eher was für PvP, glaube ich. Nicht hier. Chitin. Bietet nur einen leichten Schutz vor Schaden, wärmt aber ein wenig. Naja, ich glaube, das die wir gerade haben, besser. Ankylosaurus. Das sind, glaube ich, die Dinger, die gut für Steine sind. Ach ja, Arenosattel, die sagen mir nicht mal was. Genauso wie Belzebuffo. Ich habe keine Ahnung, wer da was ist. Schrotflinte. Schalldämpfer. Okay, um lautlos zu schießen. Cool. Aber bringt das was bei den Dinos? Macht das Sinn oder nicht? Kein Plan. Metallwand. Okay. Gibt tatsächlich Metall, wenn ich... Wusste ich auch noch nicht. Ich habe damit noch keinen wirklich bauen sehen mit Metall. Ist wahrscheinlich auch nur auf PvP übliche. Ja gut. Ach, ich habe schon wieder ein Level up. Dann gehen wir mal Traglast und oh, auf was gehen wir denn? Nochmal Gesundheit. Na komm. 47. Jo. Ich würde sagen, Ginger, du bleibst heute hier. Winter öffnen, war noch irgendwas bei dir drin. Ja, du hast noch Futter, das ist ausreichend. Und ich werde mich mal mit ihm hier fortbewegen. Guck. Auch der ist zu schwer. Du hast doch gar nichts. Ich bin dir zu schwer. Oh Gott. Echt? Wenn du das trägst, bist du voll oder was? Kann man das so machen? Die ist echt zu schwer. Ich fass es nicht. Nein. Warum ist der jetzt so weit weg? Jo. Ich glaube, dann hat sich der Ausflug mit dir doch erstmal erledigt. Zumindest für irgendwas zu erledigen. Dann würde ich wohl doch mit Ginger reiten. Die kann mich wenigstens tragen, wenn ich voll beladen bin. So, was mich gerade stört. Ich habe hier draußen wie kein Licht. Leuchtet tatsächlich nicht bis nach draußen. Ich habe gedacht, das wird hier ein bisschen auch nach draußen leuchten. Tut's aber nicht. Setze ich mal hier ein Lampen hin. Und hier über meinen Eingang. Dann weiß ich, wo meine Tür ist. So. Na gut, das reicht ja. Ist natürlich blöd, wenn man dann so niedrige Level hat, dass die Viecher dann natürlich nichts tragen können. Ja, also ich würde sagen, wir gucken tatsächlich, ob wir einen Trike oder was finden. Ist natürlich jetzt immer noch blöd. Aber das ist doch schick mit meinem Tor hier. Aber ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge dafür zu, wie wenn ich eins gefunden habe, schalte ich euch wieder rein. Ich bin mal auf der Suche. Vielleicht hole ich auch ein bisschen Materialien. Im Offline-Modus quasi. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.